Hallo Ali, heute gibt es mal einen leckeren gratinierten Flammkuchen mit Thunfisch und Zwiebeln und Kapern und viel Knoblauch. Das Ganze wird nachher nochmal mit Gruyère gratiniert. Dafür benötige ich heute wieder meine Creme, die habe ich mir schon vorbereitet. Dann ein Glas Thunfisch oder eine Büchse Thunfisch. Ich nehme hier immer im eigenen Saft. Dann einige Kapern, man kann auch Kapernäpfel nehmen. Dann habe ich hier meine süße französische Zwiebel, die habe ich in Würfel geschnitten, man kann es aber auch in Scheiben machen. Und Knoblauch, den habe ich auch in Scheiben geschnitten. Hier habe ich dann auch noch meinen geriebenen Käse. Ich gebe dann als erstes wieder ein bisschen Mehl auf meine Arbeitsfläche. Das lässt sich leider wirklich sehr viel leichter mit dem Schieber hier aufnehmen. Dann habe ich hier den Flammkuchenboden. Den habe ich mir schon schön dünn ausgerollt. Jetzt einfach noch mal ein bisschen das überschüssige Mehl oben abmachen. Und als erstes gebe ich dann wieder meine Creme auf den Boden. So, wenn dann alles gut verteilt ist, gebe ich den Knoblauch hier rauf. Ja, das sind so Scheibchen, eine ganze Menge. Die muss man auch nicht alle rauf machen. Dann kommt der Thunfisch. Den ruhig so ein bisschen stückweise hier auch raufgeben, der braucht gar nicht so sehr fein gemacht werden. Wenn dann überall genügend drauf ist, kommen noch die Kapern. Der geriebene Käse hier rüber. Das ist wieder mein leckerer Gruyère. Ich finde den immer sehr, sehr appetitlich. Der hat eine sehr schöne Würze, ist aber nicht zu scharf. Er verläuft auch sehr schön, bräunt ein bisschen. So, das war's dann jetzt aber. Rauf auf den Schieber. So, und jetzt geht's wieder raus. Jetzt hätte ich doch beinahe noch vergessen. Zwiebeln kommen natürlich auch noch dazu. Die verteile ich hier oben auch locker drauf. Und gebe dann da auch noch mal so ein bisschen vom Käse drüber. Nun geht's aber wirklich raus. Nachdem das gute Stück jetzt auch noch mit Zwiebeln bestückt wurde, noch mal ein bisschen Käse extra drauf gemacht, habe ich es jetzt hier auf einen heißen Stein gelegt. Und jetzt packe ich hier einfach noch mal so zwei Rosmarinzweigchen dazu. Die werden nachher so ein bisschen verräuchern und geben dem Ganzen noch mal einen kleinen extra Pep. Heute waren es dann wieder 8 Minuten. So sieht das Prachtstück heute aus. Ich schalte erstmal noch das Gas ab. Und dann geht's ab in die Küche. Ich habe den Flammkuchen also jetzt schon mal aufgeschnitten und in Portionen eingeteilt. Ich werde das heute hier so ein bisschen rustikal auf dem Holzbrettchen servieren. Dazu noch eine kleine Beilage und ein Gläschen Federweißer. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. So werde ich das jetzt meinen Gästen anbieten und ich hoffe und denke, es wird schmecken. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Wie immer einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!